es wurde finster. Sie sind nicht weggegangen. Und dann habe ich sie in die Küche hineingeführt, wartet da. Und haben ein bisschen geredet. Und um 11:30 kam der Bruno in die Küche und hat gesprochen zu uns. Es ist eine Freude, dass ich heute da stehen darf, indem ich hier seit dem 12. Lebensjahr wohnen konnte. Bis 1957, da bin ich dann nach Deutschland umgezogen. Und heute darf ich hier sein. Warum es mich heute so bewegt, ist das, weil Bruno Gröning hier 3 Tage mein Gast war. Alles ist noch wie damals. Der schöne Nussbaum. Und in diesem Zimmer oben, da hat er geschlafen. Das war was. Am zweiten Tag, wie ich berichtet habe, hat der Gröning ja Sprech- und Heilverbot bekommen. Und die Menschen sind dann hier herausgekommen, ein Teil der St. Veiter. Die Fremden nicht, haben sich da herumgestellt und haben gewartet, bis er nach Hause kommt. Das war ja drin um 3 Uhr, so ging ein Abend, 5, 6, dann kam er hier nach Hause und ist in sein Zimmer und die Freunde standen da, bitten Sie Herrn Gröning, dass er auf den Balkon kommt und zu uns spricht. Bitten Sie. Ich habe gebeten, aber er hat gesagt, nein, nein, ich komme nicht. Sie sollen nach Hause gehen. Und eine Frau ist nach Hause gegangen. Und die war halb blind und ist trotzdem am nächsten Tag vollkommen geheilt gewesen. Aber die anderen blieben da. Es wurde finster. Sie sind nicht weggegangen. Und dann habe ich sie in die Küche hineingeführt, wartet da. Und haben ein bisschen geredet. Und um 11:30 kam der Bruno in die Küche und hat gesprochen zu uns. Und da ging er zur Frau Kuhle. Die saß da, die hat sie das erste Mal gesehen. Stehen Sie auf! Und sie sprang auf, setzte sich und noch einmal und noch einmal. Der konnte nicht wissen, es hat ihm ja niemand gesagt, dass die Frau jahrelang, es war 6, 7 Jahre, nicht mehr aus dem Haus gegangen, wo sie gewohnt hat in St. Veit. Sie konnte nicht. Sie hat einen Kopf gehabt und der ist da runter, hat aufs Herz gedrückt. Und war so herzkrank, dass sie sich nicht bewegen konnte. Sie konnte nicht aus dem Haus gehen. So schlimm war sie dran. Die Ärzte konnten ihr nicht helfen. Und wie sie erfahren hat, durch einen anderen Bruno Gröning-Freund, dass der Herr Gröning hier ist und hierher kommt, konnte sie herauskommen. Und saß da drin in der Küche und auf einmal sagte Herr Gröning, stehen Sie auf, und sie konnte. Sie war frei. Und dann sagte Herr Gröning, na, Ihr Sohn ist da,
sieht sie und freut sich, dass sie das können. Sagt sie, Herr Grün, ich habe keinen Sohn. Ich habe keinen Sohn. Und ich dachte dahinter, jetzt hat er sich vertan, wie peinlich. Ne? Aber er sagt, keinen Sohn. Doch Sohn, sagte er. Ja, Herr Grünig, der ist als Baby gestorben. Der ist ja nicht mehr da. Und sagt er, doch, er ist jetzt da. Geistig. Und freut sich mit ihnen. Das war ein so was Großes. Sie ging dann buchstäblich gesund wieder nach Hause, in 20 Minuten zu gehen. Nächsten Tag war sie wieder da, hat Gemüse gebracht und es war dann mit ihr so weitergegangen, dass sie einfach gesund blieb. Sie konnte dann von dann an wieder Zug fahren. Sie hat dann ihre Verwandten und Bekannten in Wien, Graz, überall besucht. Das war ein großes Aufsehen für uns in der Gemeinschaft hier. Und dann kam es dazu, dass der Holzfuhrmann kam mit einem großen Holzfuhre, Scheiterholz, und sagte, in einer halben Stunde kommen, muss abgeladen werden. Und alle Hausbewohner waren berufstätig und sie war allein im Haus. Was die gemacht hat, die ist hinaufgestiegen, hat das ganze Holz heruntergeladen, also heruntergeworfen, so gescheiter Holz, konnte sie. Wir haben uns so gefreut, wie sie das erzählt hat. Und dann kam der Kohlenfuhrmann ein bisschen später, wieder das Gleiche, abladen, ich komme in einer halben Stunde, muss den Wagen wieder haben. Und sie hat sich auf den Wagen gestellt, hat die ganzen Stücke Kohle hinuntergeworfen. Der Wagen war leer in einer halben Stunde. Das konnte alles die Frau Kohle, die hier im Zimmer war. Nicht Zimmer, in der Küche waren wir nur. Es berührt mich so.